Wie war jetzt für Sie die Erfahrung einer AZK? Das war ja Ihre erste, hier schon die 10. Also für mich sehr ungewöhnlich, weil ich bin ja an den Universitäten und da stehen wir also nicht auf und wir applaudieren auch nicht so. Und es ist mehr hier auch wie in einem Fußballstadion. Es ist, die Leute gehen sehr stark rein ins Thema, sind sehr dabei. Als ich wirklich schon sehr lange geredet habe, habe ich gesagt, jetzt ja, könnte man auch aufhören. Haben sie gesagt, nein, sie möchten, dass ich noch mehr erzähle und noch mehr Daten bringe. Und ich habe wirklich eigentlich so, sag mal, als Vortragsredner sollte man nach 60 Minuten eigentlich aufhören, weil das eigentlich das Fassungsvermögen ist dann erschöpft. Aber hier, die Leute sind eigentlich nicht, die sind nicht an einem schnellen Ende interessiert, sondern mich dünkt, sie wollen möglichst viel Informationen aufnehmen. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Leute, die hier sind, wirklich gegen die Kriege sind. Also das ist mein Eindruck. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand ein Interesse hat an Terror und Krieg oder Folter. Und das sind eigentlich die drei Themen, die ich schon lange bearbeite. Und von daher bereue ich es nicht, dass ich mit diesen Leuten gesprochen habe. Ich gehe ja zu wirklich vielen Veranstaltungen und ich denke, da soll sich jeder selber ein Bild machen und hierher kommen und mit den Leuten sprechen. Und ja, ich glaube, er wird dann meine Meinung teilen, dass die Leute gegen Krieg, Terror und Folter sind.